grüße immer noch jetzt die Müllfahrer und freue mich jedes Mal. Wurde letztens von einem gegrüßt und der hat sich gefreut, mich zu sehen, aber ich habe mich viel mehr gefreut, ihn zu sehen. Süß. Ja, immer noch gut, J-Lo. Immer noch gut, muss man sagen. Mit Papa im Garten. Werder Bremen-Fan. Damals, 1992 geworden. Und mein Herzog war damals Topspieler. Ich hatte ein Trikot von ihm. Hast du ihn mittlerweile auch schon persönlich kennenlernen? Nur im Studio immer, wenn er im Studio ist und ich an der Kamera. Boah, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber es wird irgendein Ball gewesen sein, den Papa schon daheim hatte, weil wir hatten viele Bälle daheim. An die Herzog Werder Bremen. Ja. König der Löwen. Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen. An einem kalten Novembertag. Und Bremen hat verloren. War Geburtstagsgeschenk. Wie alt bin ich geworden? 10 oder 12? Glaube ich. In Düsseldorf, genau. In einem ganz, ganz leeren alten Stadion. Boah, das war trostlos. Ich bin trotzdem Werder-Fan geblieben. Eine Frau dann, ne? Ja. Also ein Mann. Ja, ist auch okay. Ja, ist okay. Jennifer Lopez. Ja. Immer noch gut, J-Lo. Immer noch gut, muss man sagen. Die Ärzte. Renault Twingo mit so Wimpern vorne dran. Weißt du, als Augen. So, diese vorne dran waren. In so einem, was war das, Türkis oder so? Süß. Müllfahrer, weil die so schön orangene Kleidung hat. Bei euch nennt man das wie? Ja. Weil sie hinten so cool auf die drauf gestanden haben und orangene Kleidung hatten. Ich grüße immer noch jetzt die Müllfahrer und freue mich jedes Mal. Wurde letztens von einem gegrüßt und der hat sich gefreut, mich zu sehen, aber ich habe mich viel mehr gefreut, ihn zu sehen. Das wusste er gar nicht in dem Moment. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn, spektakulär, mit allem drum und dran und einfach herausragend. Der Druck war da, definitiv. Ich konnte ihn ganz gut wegschieben, weil ich ja davon nicht betroffen war, weil ich ja die letzten Male nie erlebt hatte, sondern ich habe ja nur das erste Mal das erlebt und bin davon als ja quasi als von außen deutlich objektiver rangegangen und konnte damit, glaube ich, ganz gut umgehen und bin einfach davon ausgegangen, dass wir eh gewinnen. Eindeutig einen Titel mit Rapid zu gewinnen.